sehr gut klopfen, weil er hat sehr, sehr scharf gesetzt und dementsprechend hat er sehr viel ganz vorne gleich. Und ja, in der guten Mannschaft aus, dass wir da nicht so gerne das Ausschuss Wir begrüßen die Vorarlberger mit einem herzlichen Applaus in unserer Mitte. Die Aufstellung. Wir begrüßen die Oberösterreicher Felbermeier Simplot mit einem herzlichen Applaus. An der Rundfahrt und wir wünschen den Rennfahrern alles Gute, viel Erfolg. Sie werden Sekretär des österreichischen Radsportverbandes hier bei uns. Meine Herren, herzlich willkommen bei der Tour. Applaus, meine Damen und Herren, für die Tiroler. Rad-Bundesteam. John, ich darf euch, liebe Sportler und liebe Betreuer und die ganzen Funktionäre recht, recht herzlich begrüßen, heute hier in der Marktgemeinde Horizont, hier mitten im Blaufränkischland. Ich wünsche euch im Namen der Marktgemeinde alles, alles Gute, eine gute Rundfahrt unseren Zugang. Entschuldigung, wir brauchen den Federmann. Und das Kommando fahrzig gesichert ist, wieder bei meiner Spitze. Achtung, wir machen keine Zeit, aber Achtung, jetzt fahren Sie jetzt ab auf die rechte Spur auf dem Feldweg. Wir haben eine fantastische Chance,
diese Zielgerade vorne, das müsste ein Steine sein, ein Steine dahinter, da ist mit der 1 ganz anders. Also ganz lange waren und damit ist es dann letztendlich für Clemens sich nicht ganz ausgegangen, komplett zur Spitze aufzuschließen und sie sind halt dann quasi aufgefilmt und gefahren. Ein Pressefoto mit dem aktivsten Radrennfahrer. Wir gratulieren dem Sportler vom Team Race Service Austria. Jetzt Sportler. Ja, scheiße, noch einmal. Das ist nur die letzten 15 Jahre schon immer passiert. Ist noch einmal war bestellt. Es war bestellt vom Elmar Treffer. So. Verrächtig im Blaufränkischen nach. Und auch hier gibt es noch einmal eine Caffissimo Espresso-Maschine vom Bürgermeister Werner Huber aus Lackendorf. Und das, meine Damen und Herren, sind die Sieger der 56. Burgenland-Radrundfahrt 2016. Herzliche Glückwünsche an die Radrennfahrer und wir freuen uns jetzt, dass wir Helmut Tretwer noch den Bergpreis überreichen dürfen. Meine Damen und Herren, eine nette Geste von Helmut Tretwer. Bedanken möchte ich mich aber bei allen, die hier organisiert haben, bei allen, die mitgeholfen haben, dass diese Burgenland-Radrundfahrt so gut über die Bühne gehen konnte. Der dritte Preis, ein Weinkorb vom Blaufränkischen Land aus Mittelburgenland, Wiener Vinatrium, geht an Titel Adelheid aus Pinkerfeld. Der zweite Platz, ein Wellness-Gutschein vom Hotel Kurz im Wert von 300 Euro an die Birgit Oberweger, kann heute Wellness baden. Birgit, komm her. Dolmetscherin, Lehrerin, Radfan, selbst Radfahrerin, sie bekommt diesen Wellness-Gutschein. Und das Mountainbike, meine Damen und Herren, von der Radwelt Michi Knopf, dem Ex-Rennfahrer und neugebackenen Staatsmeister, geht an die Carmen Titel in der Judas-Rabstraße 24 in Pinkerfeld. Carmen Titel ist hier, wird am Mountainbike eifrigst trainieren. Der Michi Knopf gibt eine Einschulung, eine extra Einschulung.